Und noch ein interessantes Urteil. Landgericht München im Fall Dieselabgasskandal. Landgericht München hat hier den ehemaligen Audi-Chef Rupert Stadler, heißt er, zu 1 Jahr und 9 Monaten verurteilt, ausgesetzt auf Bewährung wegen Betrugs im Zusammenhang mit der Manipulation von Fahrzeugen bzw. Abgaswerten. Ich finde die Urteile in der Höhe generell, das gilt auch gegen die Mitangeklagten, allerdings schon recht beeindruckend, wenn man denkt, wie viele Millionen von Leuten hier verarscht worden sind. Aber gut, das Ganze hat natürlich auch finanzielle Folgen. Im Fall der ganzen Abgasskandalklagen auf zivilrechtlichem Wege, Rückabwicklung, Schadensersatz und so weiter bei den Fahrzeugen. Von daher, es ist wie es ist. Weitere Urteile dürften folgen. Das Urteil ist übrigens rechtskräftig. Quatsch, natürlich nicht rechtskräftig. Und zusätzlich gab es noch eine saftige Strafe an einen gemeinnützigen Verein für Stadler, 1,1 Millionen Euro. Naja, Portokasse.